Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von 7 Days to Die. Wir befinden uns immer noch in der Nacht und der Ofen ist fertig mit den Messingbarren. Ja. Auch gut, aber ich habe keinen Plan, was man damit machen kann. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Ich glaube, das habe ich vor ein paar Folgen schon mal gesagt. Weil die sind leider mal noch nicht hochgeladen. Nee, es ist bisschen blöd, naja, schreibt es trotzdem in die Kommentare. Bis dahin weiß ich es bestimmt auch noch nicht. Bleikugeln wollten uns hier vielleicht Munition machen. Ich meine, habe ich ihn nicht vorgeschlagen, aber. Oh Mann, ich höre wieder Zombies, na super. Abgesägte Schrotflinte, ja, toll. Schrotpatron, aha. Dann nehme ich mir mal 40 Papier. Okay, erstmal hier brauche ich Schwarzpulver. 240. Ja, das sollte reichen. Dass man da so viel draus kriegt, hätte ich nicht gedacht. Oh mein Gott, dass man das so stacken kann. Papier brauche ich noch 40, davon haben wir auch Massen. Oh, es ist gleich wieder Tag. Nein. So, und der kam von den. Ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt mache, aber ich meine, wenn wir sie craften können, ist alles gut. Ich frage mich gerade, wo drauf die rumkloppen. Hier ist doch nichts aus Metall, oder? Ist das die Tür hier? Nee. Komisch. Timer mal gestartet. Ich weiß nicht, was das hier bringt, aber ich mache es einfach mal. Immer noch nicht fertig. Okay, ich lasse lieber noch mal ein bisschen die Tür zu. Was heißt das eigentlich, dass wir krank sind? Ah, Infektion. Ach Mann. Painkiller, was bringt das hier vielleicht, dass wir die hier nehmen? Ich weiß nicht, vielleicht hat das jetzt was gebracht, vielleicht aber auch nicht. Okay. So. Gut, dann gehen wir mal raus und killen diese ganzen verkackten Zombies. Bisschen Action hier wieder reinbringen. Der Sohn verliert da gerade Schaden. Zwar leider nicht besonders viel. Schrotpatron, du hast nichts dabei.
Wieder wird jetzt vergleichen. Naja, ein bisschen Schaden hat die wohl doch genommen. Darf ich jetzt hier neue Stacheln bauen oder sind die noch alle intakt? Oh Mann. Er schreckt mich doch nicht so. Halt die Schnauze. Aua. Es ist noch früh am Morgen. Zumindest ein bisschen. So. Ach, jetzt habe ich ein Glas in die Hand genommen. Das wollte ich gar nicht. Ja, da habe ich nicht dabei, aber Lehm, toll. Ach, dann repariere ich das nachher. Aber scheint ja so ein bisschen gebracht zu haben. Oh, wunderschön. So. So. Kann ich hin? Aha. Das wird mal ein tolles Haus. In ferner Zukunft. Ja, ich bemühe mich ja, das hier schnellstmöglich fertig zu kriegen. Wir haben keine Steine mehr. Mann. Also manchmal sind die Zombies echt zu blöd zum Speisen. Kleiner Stein. Pflastersteine. Das sollte denn aber auch mal reichen. Oh, schade, hier nimmt er die nicht. Zerkloppen wir hier noch mal ein bisschen was. In den Eisenfragmenten. Dann können wir uns wieder ein paar Eisenbarren schmelzen. So.
einzelnen Eisenfragmente, okay. Schon wieder so viele kleine Steine. Ich weiß nicht, ob man die eigentlich noch eine Stufe weiter verstärken kann. Das wäre ja mal toll rauszufinden. Naja, auf jeden Fall ist gleich das eine Knochenmesser da kaputt. Ich weiß leider noch gar nicht, wie ich in dieses Haus reinkommen soll. Vielleicht brauche ich mal auch sowas wie da, so einen kleinen Aufstieg. Ja, dann kann ich den hier auch kaputt machen. Aber dafür sind die Zombies immer noch zu blöd. Zum Glück. Toll, Lagerfeuer, das wollte ich gar nicht machen. Auf jeden Fall werden wir viel Eisen benötigen. Ja. Oh, neues Vogelnest. Vogelnest. Den hier nicht auch mal kaputt gemacht. Das ist irgendwie ganz schön laut. Naja. Wie sind die da reingekommen? Habe ich den. Oh. Sieht so aus, als hätte ich den Eingang nicht so ganz zugemacht. Okay, ich darf wieder reparieren. Das war der Abstieg jetzt im Keller. Noch irgendwas Neues hier kaputt. Nö, eigentlich ja nicht.
gut. So, hier kommen noch zwei Gläser dazu. Taschenlampen waren hier. Glasscheiben natürlich auch. Ach, Pfeile haben wir noch genug. Okay, dann mache ich hier noch mal so. Man, erstmal hier noch ein paar spitze Steine oder Schafe. Holzstufenmarsch, die Mine wahrscheinlich. Kussform. Halber. Ach, so sollte das ja schon gehen. Wird mehr Metall benötigt. Ach. Das habe ich auch dabei. Oh, und die Folge ist gleich schon wieder rum. Aber wir stellen noch mal eben Armbrustbolzen her. So viel Munition. Noch ein Jagdgewehr. Ein Ei. Wir brauchen Eisenschrott. So. Lehmklumpen. So, Building. Pflasterstein, Stahl. 11 Stück. Ich weiß nicht, ob das reicht, aber vielleicht reicht das ja. Naja, dann sehen wir uns hoffentlich mal wieder nächste Folge. Oder in irgendeinem anderen Let's Play. Naja, bis dann. Tschüss. More money and more problems, what Biggie said, it looked like it's true. Used to be my homeboy. Now bounce, 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 bounce. Everybody know we stay yokin'. Everybody know we stay yokin'.
Mac, I'm gone. Static, 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 static